Marshall, hat man denn gar keine Privatsphäre mehr? Oh, nein. Außer natürlich beim Duschen und auf der Toilette. Du warst also gerade dabei, dich zu waschen? Gut. Komm ins Präsidialbüro, wenn du soweit bist. Sie erwartet dich. Gute Arbeit, Sam. Vielen Dank. Bridget mag nicht mehr unter uns sein, aber ihr Vermächtnis könnte weiterleben. Sam, hör mir zu. Amerika, der Wiederaufbau. Ihr Traum ist nicht tot. Ich will das nicht hören. Das ist das Gesicht unserer neuen Hoffnung. Unseres neuen Amerikas. Meine Mutter mag tot sein, aber ich bin hier. Und du, Sam, du bist auch hier. Ihr habt euch zuletzt vor 10 Jahren gesehen, oder? Und in all der Zeit ist sie nicht um einen Tag gealtert. Er weiß wieso. Mein Körper ist noch am Strand. Ich werde einfach nicht älter. Aber du schon, Sam. Du siehst gut aus. Dann ist es dir also ernst, alles und jeden wieder zu verbinden. Irgendwer muss Bridget nachfolgen, Sam. Vor allem muss jemand ihr Vermächtnis fortführen und unser Land wieder aufbauen. Samantha America Strand, unsere neue Präsidentin. Ein Neuanfang für unser Volk, für unsere Nation. Unter Amelies Führung werden wir die UCA gründen, die United Cities of America. So werden wir unser Land wieder aufbauen. Aber dazu benötigen wir deine Hilfe, Sam. Mann, damit bin ich durch. Mein Abschied von Bridget war mein Abschied von euch allen. Wir haben dich nie vergessen, Sam. Du bist weggelaufen. Du hast uns verlassen. Amelie startete eine Expedition. Nur die Besten aus Bridges 1 und ging nach Westen. Ich führte sie an Kratern und GD-Gebieten vorbei. Ich habe auf sie aufgepasst, während sie nach Überlebenden suchten. Nicht ein GD hat sie übersehen. Sie sah sie schon aus der Ferne. Wir überzeugten einen Ort nach dem anderen, dem UCA beizutreten, und ließen Leute von uns zu ihrer Unterstützung da. Wir brauchten 3 Jahre, aber wir schlugen uns bis nach Edgenot City durch. Bis zum Pazifik. Meine Güte. Ja, aber dann ging alles schief. Das Team wurde ausgelöscht und Amelie wurde entführt. Entführt? Ich bin nicht in einer Zelle oder sowas eingesperrt. Ich darf ihre Infrastruktur nutzen und mit euch sprechen, wann ich will. Nur die Stadt darf ich nicht verlassen. Das alles soll die Unabhängigkeit von Edgenot City sichern. Jedenfalls sagen das ihre Entführer. Sie wollen, dass die UCA sie in Ruhe lassen. Amelie ist ihre Versicherung für den Fall, dass wir das nicht tun. Wie heißen diese Arschlöcher nochmal? Homo Demons. Eine militante Separatistengruppe. Sie regiert Edgenot City. Ich habe von denen gehört.
Ein Haufen Terroristen, den in Städten mordet und Krater hinterlässt. Genau. Die schrecken vor nichts zurück. Nicht mal vor Leere stürzen. Ihr glaubt, die stecken hinter dem Selbstmord, der Central Knot zerstört hat? Möglich wär's. Es gibt überall Extremisten wie die Demons, die heimlich etwas planen. Sie sind von Natur aus dezentralisiert. Keine Organisation hält sie zusammen. Nur die gemeinsame Ideologie. Ich weiß, dass nicht jeder unsere Zukunftsvision teilt. Wenn wir Amerikaner nicht wieder zusammenfinden, überlebt die Menschheit nicht. Menschen im ganzen Land habe ich die Botschaft meiner Mutter verkündet. Aber nicht jeder wollte sie hören. Nicht wenige wollten für sich bleiben, sich lieber alleine durchschlagen. Wie du, Sam. Sie glauben, Amerika ließe sich nur gewaltsam wieder aufbauen. Durch Menschen, die ihnen etwas vorschreiben, ihnen die Freiheit nehmen und ihnen Fesseln anlegen. Und was habt ihr mir angelegt? Ihr seid nicht besser als die Demons, bloß ein anderer Kult. Das sind keine Fesseln, Sam. Sie stehen für unsere Bindungen. Das ist es, was wir jetzt brauchen. Nicht getrennt, sondern zusammen. Chirale Knoten bilden, uns verbinden. Sam, wir möchten, dass du zu Ende bringst, was Amelie begonnen hat. Die Leute, die sie zurückgelassen hat, haben viele chirale Netzwerkterminals errichtet. Aber noch sind diese Terminals isoliert. Du musst sie ans Netz anschließen. Und dafür benötigst du einen Qubit. Er enthält alle Sicherheits- und Betriebsprotokolle, um ein Terminal ins chirale Netz zu bringen. Geh mit dem Qubit nach Westen, Sam, und verbinde unsere große Nation. Und wenn du Edge Not City erreichst, finde Amelie und bring sie nach Hause. Danach werde ich Präsidentin und führe Mutters Werk fort, um das Land zu retten. Das war Bridgets letzter Wunsch. Diesen Weg werden wir weitergehen. Bitte, Sam. Wir brauchen dich. Ich bin jetzt Sam Porter Bridges. Ich bin kein Strand. Verdammt, ich bin nicht mal Teil dieser Truppe. Dafür habt ihr gesorgt. Ich komme weder zu euch, noch zu irgendwem. Nie wieder. Warte! Siehst du, als wäre ich nicht hier. So wie es immer war. Sam! Sam! Warte mal! Stopp! Hör mir zu. Amerika braucht dich. Euch beide. Die Verkabelung der Welt hat Krieg und Leid kein Ende gesetzt. Ihr braucht euch nicht wundern, wenn der nächste Versuch wieder scheitert. Wir drehen uns im Kreis. Verbinden, neu verbinden. So einfach ist das nicht. Schon gut, Sam. Reg dich nicht auf. Ich verstehe. Du musst jetzt noch nicht zusagen. Ruh dich erst mal aus. Gute Idee. Wir alle brauchen Schlaf. Wer den zu lange aufschiebt, tritt ganz schnell in Verbindung mit der anderen Seite. Die nötigen Wartungsarbeiten sind fertig. Du wirst von den Anpassungen und der Feinjustierung profitieren. Du kannst es wieder benutzen. Anscheinend sind Dooms und BBs hier mal eine gute Kombination. Oder vielleicht mögt ihr beiden euch auch einfach irgendwie.
Sam. Hör zu. Du bist Sam Strand. Nein, bin ich nicht. Nicht mehr. Ich heiße Sam Porter Bridges. Strand ist ein interessantes Wort. Im Englischen ist es der Strang eines Seils. Und stranden bedeutet, dass man an der Küste angespült wird. Und gestrandet ist man, wenn man nicht nach Hause kann. Ich bin gestrandet, Sam. Hier an der Küste des Pazifiks. Tausende Kilometer entfernt. Aber das Band zwischen uns hält. Du bist frei. Aber wir sind noch verbunden. Sag nicht, dass wir es nicht sind. Sam, hier ist Die Hard Man. Du hast tief und fest geschlafen, warst wohl kaputt. Private Räume bieten alle Annehmlichkeiten. Dusche, Toilette und so weiter. Hier kannst du dich ausruhen, deine Ausrüstung überprüfen, Informationen nachlesen. Sprich einfach unser Personal an, falls du Fragen hast. Aber wieso siehst du dich vorher nicht einfach ein bisschen um? Dann siehst du, wie es bei Bridges heute zugeht. Sam, Hartman hier. Ich versuche, die Geheimnisse der Strände, des gestrandeten Todes und auch jene von Dooms und der Wiederkehrer zu lüften. Wenn du dich erleichterst, wird eine gewisse Menge an chiraler Materie aus deinem Körper gespült. Chirale Materie kann die Hormonsekretion und die Nervenfunktion verschlechtern. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Belastung und der Entwicklung von Phobien, sowie, in Extremfällen, gewalttätigen und suizidalen Impulsen. Chiralium-Kontamination gilt seither als ein Auslöser für den Ausbruch von Dooms. Lass mich für meine Forschung bitte eine Probe deiner Ausscheidung nehmen. Damit können wir nicht invasiv deine Chiralium-Belastung und deine Gesamtgesundheit überwachen. Thank you.
An dem Terminal dort kannst du in der Bridges-Datenbank nach einer Vielzahl von Themen suchen. Du hast nicht auf alles Zugriff, aber du wirst trotzdem genügend Informatives finden. Die wir über dich gesammelt haben. Es ist trotzdem nur eine gute Schätzung. Wenn du draußen warst, können wir prüfen, ob ihr synchron seid und die BB-Sensitivität nach Bedarf anpassen. Lieferungen sowie Instandhaltung und Reparaturen. Schön, dass du an Bord bist. Habe ich mich schon vorgestellt? Ich bin Mama. Das da sind Packseile. Die dienen übrigens nicht dem Verpacken, sondern auch der Identifikation. Sieh sie dir genauer an, dann verstehst du es. Siehst du das Rot dort? Das ist Blut. Thank you.
Dieses Fach entfernt alle Chiraliumrückstände an deinem Anzug. Apropos Anzüge, das Lieferpersonal trägt blaue, das medizinische Personal rote, die Leichenentsorgung orangefarbene und das Sicherheitspersonal schwarze. Und? Hast du schon darüber nachgedacht? Bis oben hin voll mit Chiralium, aber ungefährlich für euch Dooms-Jungs. Das ist alles, was man braucht, um die Welt wieder zu verbinden. Um uns wieder zu vereinen. Ich bin ein Bote. Verbinden ist nicht meine Aufgabe. Oder Knoten machen. Aber ich tue, was zu tun ist, um Amelie zu helfen. Sam, die Terminals, die Amelies Leute in den Orten aufgestellt haben, die sie auf dem Weg nach Westen passiert haben, nennt man Knoten. Die Infrastruktur ist vorhanden, aber das chirale Netzwerk ist offline. Im Moment kann es nur Sprachmitteilungen übermitteln. Teils über Leitungen, teils drahtlos. Und nur kleine Datenmengen. Deshalb benötigen unsere Chiralogramme lokal gespeicherte Daten. Amelie und die anderen Bridges-Mitglieder, die du gesehen hast, sind alle mit lokalen Daten erzeugte Hologramme, falls du das nicht weißt. Du musst nur den Knoten finden, deinen Cupid verbinden und die chirale Kommunikation online bringen. Sobald du ihn mit dem Terminal verbindest, kannst du eine große, zeitlose Datenübertragung mit dem UCA-Netzwerk einleiten. Und so verbindest du uns nicht nur untereinander, sondern auch mit unserer Vergangenheit. All die verlorenen und fragmentierten Daten werden gesammelt und wiederhergestellt. So, als ob man einem Dinosaurierfossil neues Leben einhaucht. Milliarden Jahre Erdgeschichte, all die Weisheit und das Wissen, das uns seit dem gestrandeten Tod verloren ging, erlangen wir zurück. Und so, mein Freund, werden wir ihn besiegen. Sobald du die chirale Kommunikation hergestellt hast, können auch Hologramme erzeugt werden. Außerdem kannst du dann chirale Drucker nutzen. Schon bald werden wir dazu in der Lage sein, alle möglichen Dinge zu senden. Außer ursprünglichen Ding. Oder Ding mit einer Seele. Nichts Echtes. Nur Kopien. Stimmt. Deshalb werden wir weiterhin Boten wie dich brauchen. Vor und nach der Wiedervereinigung benötigen wir Mittelsmänner. Keine Ruhe für die Gottlosen. Tja, Müßiggang ist kaum einem vergönnt. Die Einzelheiten kriegst du am Versandterminal. Du findest es im Obergeschoss. Da wartet auch die Fracht. Diese Stiefel haben einige Kilometer hinter sich. Soll ich sie entsorgen? Halt. Warte mal. Du musst etwas für mich untersuchen. Mein Blut scheint diese Dinge abzustoßen. Das ist mehrmals passiert. Abzustoßen? Wie meinst du das? Keine Ahnung. Du hast mir doch Blut abgenommen. Sag du es mir.
Okay, ich schau mal, was ich tun kann. Ist Die Hard Man. Dein aktuelles Ziel ist es, das chirale Netzwerk von hier nach Bornot City auszuweiten. Aber das geht leider nicht auf direktem Weg. Dafür ist das Signal zu schwach. Um die Entfernung zu überbrücken, brauchen wir Knoten. Stell dir vor, du verknotest Seile, um ein längeres Seil zu machen. Der erste Knoten ist ein Bridges-Wegposten. Wirf mal einen Blick auf den Auftrag. Liefere, was gebraucht wird und verbinde den Cupid. Sam, Auftragsübersichten können entscheidende Informationen enthalten. Sieh sie dir an, bevor du dich auf den Weg machst. Sam. Tja, für diesen Auftrag bekommst du etwas Seil und eine Leiter. Damit solltest du steile Anstiege bewältigen. Und wenn du einen Fluss überqueren musst, taugt die Leiter auch als Brücke. Vermutlich überlegst du gerade, wie du diesen Auftrag abwickeln sollst. Thank you.
Hast du die Ausrüstung dreifach geprüft? Nachverfolgung tragen nämlich alle unsere Pakete Bridges-IDs. Und dein Odradek verfügt über einen Scanner, der besagte IDs auslesen kann. Kurz gesagt, das Teil an deiner Schulter kann dir dabei helfen, verschollene Sendungen aufzuspüren. Hast du verlorene Fracht dabei. Du kannst sie hier zur Verarbeitung einreichen. Wenn du unterwegs mehr verlorene Fracht findest und sie nicht selbst ausliefern kannst, deponiere sie doch in einem Lager. Dort sind sie in Sicherheit, bis ein anderer Bote vorbeikommt und sie ausliefert. Selbst wenn sie bis zur Auslieferung noch durch ein Dutzend Hände geht, weißt du, dass du deinen Teil beigetragen hast.
Wenn du auf eine steile Klippe oder einen Steilhang stößt, denk an die Leiter, die du von uns bekommen hast. Probier sie unbedingt aus. Mich würde interessieren, was ein erfahrener Profi wie du von ihr hält. Hmph.